Als der bekannte russlanddeutsche Tenor Alexander Steinbrecher das russische Volkslied Kalinka anstimmte, summten, sangen und klatschten die rund 600 Gäste im Reinickendorfer Ernst-Reuter-Saal begeistert mit. Das Herbstfest der Spätaussiedler spiegelte auch in diesem Jahr wieder ein Stück Heimat in der neuen Heimat wieder, mit russischem Tanz und Gesang. In Reinickendorf, das ist etwas ganz Besonderes in Berlin. Hier wird wirklich auf unsere Integration sehr geachtet und nicht nur vor den Wahlen, sondern auch zwischen den Wahlen. Und ich habe hier 1995 angefangen zu arbeiten und damals war die CDU hier an der Macht. Verstehen Sie? Und das ist die Partei, die uns fördert, die viel für uns macht. Und das ist natürlich, für die Leute ist CDU ein Begriff. Das ist wirklich so. Rund 150.000 Spätaussiedler leben in Berlin. Tausende deutschstämmige Bewohner Russlands und anderer Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion siedelten insbesondere in den 1990er Jahren nach Deutschland um und erhielten als Spätaussiedler die deutsche Staatsbürgerschaft. Das sind einfach deutsche Landsleute, die wir versuchen müssen, immer wieder auch in der älteren Generation zu integrieren. Wobei ich den Eindruck habe, die Kinder fühlen sich als Deutsche, sie haben deutsche Kultur, sie können Deutsch, sie wollen sich in die deutsche Gesellschaft einbringen. Also die Probleme mit den ehemaligen Aussiedlern und Spätaussiedlern aus Russland halten sich doch sehr in Grenzen. Russische Kultur und deutsche Wurzeln. Auf dem Reinickendorfer Herbstfest der Spätaussiedler wurde das gebührend gefeiert.